Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns unglaublich, dass wir euch endlich die gute Nachricht der Blanko-Verordnung überbringen können. Die Verhandlungen haben lange gedauert, waren zäh und für Physio Deutschland gemeinsam mit den anderen Physiotherapieverbänden haben folgende Personen verhandelt: Unsere Bundesvorsitzende Andrea Redlein, unser stellvertretender Bundesvorsitzender Markus Norris, unser Bundesgeschäftsführer Thorsten Vogtländer, unterstützt von Heino Schumacher und von Lena Fox. Und ich freue mich, dass wir heute die ersten Informationen preisgeben können, aber natürlich erfolgen dann auch noch detailliertere Informationen im Nachgang. Mein Name ist Hanna Hecker, ich gehöre ebenfalls ins Team des Bundesvorstandes und freue mich, dass jetzt heute Andrea und Markus, die eben im Verhandlungsteam waren, mit mir hier die ersten Dinge zur Blanko-Verordnung erzählen. Andrea. Ja, danke, liebe Hanna, und hallo nach draußen an alle Kolleginnen und Kollegen, die lange gewartet haben. Lange gewartet deshalb, weil es hat jetzt nun 2 Jahre gedauert. 2 Jahre, in denen wir angefangen haben, die Blanko-Verordnung zu verhandeln und jetzt langsam zum Abschluss gekommen sind. Und tatsächlich, die Verträge liegen jetzt bereit. Warum hat es so lange gedauert? Die Ergotherapeuten haben schon längst abgeschlossen. Und was war so schwierig bei uns? Ja, eine riesige Berufsgruppe, die nun über Blanko-Verordnung selber entscheiden kann. Und wir haben angefangen zu diskutieren, wer darf denn mitmachen, welche Praxis darf mitmachen, welche Therapeuten brauchen welche Qualifikationen, braucht Zertifikate, muss man eine manuelle Therapie-Weiterbildung haben und vieles mehr. Und letztendlich ja auch, um was geht es denn? Um alle Diagnosen, die wir behandeln, das wäre schön, aber zum Einstieg sicherlich nicht wirklich gut. Wir haben uns auf die Schulter spezialisiert und haben hier diese Diagnostikgruppe mal herausgenommen und uns daran zu üben. Und dann war es ja noch wichtig zu überlegen, welche Maßnahmen und mit wie vielen Maßnahmen können wir denn in eine Blanko reingehen. Denn Mengenentwicklung spielt eine große Rolle. Aber zunächst mal das Rezept. Also die Verordnung, die ihr kennt, die kommt auch wieder. Und das Einzige, was sich hier verändert, ist, dass ihr darauf achten müsst, dass im ICD-10-Codefeld hier oben das erste rot markierte Feld einen ICD-10 steht, den ihr in der Anlage finden werdet, den ihr von uns erhalten könnt, damit ihr wisst, welche Diagnosen genau hier in die Blanko, Berechtigung finden. Dann ist wichtig, dass in dem Diagnosegruppenfeld die Diagnosegruppe X steht. Und dann muss nur noch im Feld, da wo normalerweise das Heilmittel steht, die Frequenz und der Umfang, muss Blanko-Verordnung draufstehen. Und das ist auch schon alles. Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, kann es schon losgehen. Die Heilmittel, die hier ansonsten draufstehen, auch die Frequenz und der Umfang, sind nicht nötig in der Blanko-Verordnung, weil der Therapeut über Umfang, über die Auswahl des Heilmittels und auch über die Frequenz selber bestimmen kann. Und hier ist mal das Thema, welche Indikationen sind überhaupt in der Blanko-Verordnung und in unserem besonderen Vertrag nach 125a eigentlich geregelt? Nämlich alle Diagnosen aus dem Bereich der Schulterläsionen. Dazu gehören konservative Behandlungen, dazu gehören operative Schulterdiagnostiken und vieles mehr. Aber genaue Auflistung erhaltet ihr selbstverständlich in euren Mitgliedsverbänden, in den Ländern und auch eben über alle anderen Verbände. Was sind die Teilnahmevoraussetzungen? Das war auch nochmal ein spannendes Thema. Wer darf mitmachen? Zunächst einmal können alle Praxen, die eine Zulassung nach Paragraph 124 Absatz 1 SGB V haben, mitmachen. Nicht mitmachen können leider keine Ambulanzen in Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen oder anderen Einrichtungen. Hier sind wir nicht Vertragspartner und somit scheiden diese aus.
Es bedarf keiner zusätzlichen Anerkenntniserklärung oder Zulassung. Ihr müsst euch nirgendwo melden. Mit eurer Zulassung nach 124 seid ihr automatisch berechtigt, an dem Vertrag teilzunehmen. Und wichtig auch, wer keine Blanko behandeln will, der muss es nicht tun. Es gibt keinen Zwang und es gibt auch keine Strafen, wenn Patienten mit einer Blanko-Verordnung nicht behandelt werden. Aber wenn wir gleich weiterschauen, ist das so gut wie die Ausnahme, denn da sind so viele schöne Sachen drin, die wir uns als Physiotherapeuten schon lange gewünscht haben. Als erstes könnt ihr mal die Heilmittel auswählen, die in der Diagnosegruppe X, bei der Diagnosegruppe Schulter jetzt hier im eigentlichen Sinne, auch im Heilmittelkatalog zu finden sind. Ausnahmen dabei ist die D1. Warum ist die D1 raus? Ja, weil die D1 schon drei kombinierte Heilmittel darstellt und somit das ganze Mengengerüst sprengen würde. Aber wichtig, ihr könnt jede Menge andere Heilmittel nutzen und vor allen Dingen könnt ihr die Kombination der Heilmittel anbringen. Ihr könnt, was euch so wichtig war und was uns immer wieder erreicht hat, auch die Doppelbehandlung ins Feld führen. Zweimal KG hintereinander in den Zeiteinheiten oder Krankengymnastik und Krankengymnastik am Gerät oder auch ein vorrangiges und ein optionales Heilmittel, Fango oder Elektrotherapie. Natürlich da, nachdem ihr festgelegt habt, was der Patient tatsächlich braucht und nicht, was ihr gerade zur Verfügung stellt. Das ist ganz wichtig. Aber das sind Themen, die ihr uns lange mitgegeben habt und die wir hier verhandeln konnten. Dann ist es noch wichtig zu wissen, wie sieht es aus mit den Unterbrechungen und mit den Frequenzen. Wir haben ja oft Patienten, die mit akuten Schmerzzuständen zu uns kommen und die vielleicht eine höher frequente Behandlung zum Anfang brauchen und später auch nach Eigenübung vielleicht weniger in der Praxis sein werden. Und ihr könnt die wöchentliche Frequenz absolut selber bestimmen, ob der Patient dreimal oder einmal kommen soll. Ihr könnt auch bestimmen, dass der Patient einmal eine Pause macht oder erst in 2, 3 Wochen wiederkommt, damit ihr ihn euch anschauen könnt und mit ihm besprecht, wie gut sein Programm zu Hause durchgeführt wurde oder was ihm zu Hause zur Last fällt oder in der Arbeit. Insofern größte Freiheit für die Physiotherapeuten bei der Behandlungsplanung. Naja, und die Dauer der Behandlung an sich ist allerdings auf 16 Wochen Blanko-Verordnung begrenzt. Und zwar nach Ausstellungsdatum. Wenn die Blanko-Verordnung am 10.10. ausgestellt wurde, dann könnt ihr rechnerisch wissen, wisst ihr, wann 16 Wochen rum sind und wann eure Behandlung endet. Und die Anzahl der Behandlungen, die wird in einem Ampelsystem geregelt. Das musste sein, damit die Mengenausweitung irgendwie im Griff zu halten war und wir auch den Kostenträger damit ein Stück weit ins Boot holen konnten. Aber jetzt kommen wir zum wirklich Wichtigen. Wir konnten natürlich in eine Blanko-Verordnung alles reinverhandeln, was wir schon lange gefordert haben. Und hier ist als erstes mal die physiotherapeutische Diagnostik zu sehen. Damit kämpfen wir ja schon lange, auch in den normalen Verträgen nach 124. Aber in der Blanko-Verordnung ist es erstmalig gelungen, dass wir eine physiotherapeutische Diagnostik mitverhandelt haben. Hier wird dann die Therapieplanung zugrunde gelegt und die Therapieziele festgeschrieben und die Position wird mit 34,34 € vergütet. Das ist schon mal die gute Nachricht. Und wenn es eine Eingangsdiagnostik gibt, dann muss es ja auch einen Abschlussbefund geben. Das war logischerweise so. Ob ihr den in Zwischenzeiträumen macht oder ob ihr ihn am Ende stellt, das ist euch überlassen. Wichtig ist, dass diese Bedarfsdiagnostik, so haben wir sie genannt, frühestens nach 28 Tagen abzugeben ist und damit auch abrechenbar wird. Und diese Position wird mit 25,76 € vergütet, weil wir einen Richtwert von maximal 15 Minuten zugrunde gelegt haben, um auf einen Preis zu kommen. Aber diese Positionen beide
Diagnostik und Abschlussbefund haben keine Zeitintervalle hinterlegt. Das liegt an eurem Können und an eurem Umfang, welche Assessments, welche Tests ihr macht und was ihr da dokumentieren wollt. Das sind nur Richtwerte, mit denen wir zur Preisfindung kamen. Und dann kommen wir auch schon zur Menge. Und das Mengengerüst war wirklich sehr, sehr spannend, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber dazu kann euch der Markus viel mehr erzählen. Ja, gerne. Physiotherapeutische Diagnostik, wie cool ist das eigentlich? Extra Zeit für Befundung, Anamnese, Assessments. Ich freue mich immer noch und freue mich drauf. Ja, wir kommen zum Ampelsystem. Das sind natürlich Maßnahmen zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Mengenausweitung. Es ist klar, wie Andrea auch sagte, das war natürlich nicht ganz einfach zu verhandeln. Aber wir sind froh, dass wir in der Grünphase bis zu 18 vorrangige Heilmittel abgeben können und bis zu 6 ergänzende Heilmittel. Rotphase tritt in Kraft ab der 19. Behandlung mit vorrangigen Heilmitteln und ab der 7. Behandlung mit ergänzenden Heilmitteln. Das ist quasi eine Fußgängerampel, grün und rot. Und wir sind auch froh, dass wir das möglichst bürokratiearm hinbekommen haben. Das gilt für den Großteil der Diagnosen rund um die Schulter, beispielhaft Frozen Shoulder, Tendinitis, Impingement Syndrom, Bursitis und so weiter. Genaueres ist dann in der Anlage 1 zu finden. Dann gibt es ein weiteres Ampelsystem. Hier geht es dann rund um die Frakturen an der Schulter. Hier sind wir etwas bisschen höher in der Anzahl in der Grünphase, bis zu 26 vorrangige Heilmittel und bis zu 8 ergänzende Heilmittel. Logisch, Rotphase tritt dann ein ab der 27. Behandlung mit vorrangigen Heilmitteln und ab der 9. Behandlung mit ergänzenden Heilmitteln. Welche Diagnosen sind das? Zum Beispiel Schulterfrakturen, Frakturheilung in Fehlstellung, verzögerte Frakturheilung, Stressfrakturen etc. etc. Jetzt kommen wir dazu, die Ampelphase zu erklären. Was bedeutet grün? In der Regel ausreichend, um das Therapieziel zu erreichen. Also es muss nicht 18 sein, man kann auch schon mit 7 oder 8 Behandlungen am Ziel sein, durchaus. Also das ist ganz wichtig, dass wir verantwortungsvoll mit der Menge umgehen. Und was passiert in der Rotphase? In der Rotphase kommt es zu einem Vergütungsabschlag in Höhe von 9% für die Behandlungseinheiten ab der Rotphase, so wie ich es vorhin quasi erläutert habe. Dann haben wir noch weitere Besonderheiten innerhalb der Blanco-Verordnung. Und zwar geht es um den langfristigen Heilmittelbedarf und besonderen Verordnungsbedarf. Hier gelten die Regeln der einzelnen Ampelphasen in der Menge nicht, ganz wichtig. Aber wir können ganz normal aussuchen, vorrangige Heilmittel, ergänzende Heilmittel innerhalb der Blanco-Verordnung. Wir gehen hier nochmal drauf ein. In der nächsten Folie. Um welche Indikationen, Diagnosen geht es bei besonderen Verordnungsbedarf, Langfristgenehmigung? Hier geht es im Moment um 3 Diagnosen. Einmal die Läsion der Rotatorenmanschette, dann Vorhandensein einer Schulterprothese und die habituelle Schulterluxation und Subluxation. Und das Ganze auch nach der Operation. Ganz wichtig. Genau. So, das war Blanco innerhalb der Langfristgenehmigung besonderen Verordnungsbedarf. Jetzt hat man natürlich einen etwas erhöhten Aufwand bezogen auf die Planung der Therapie. Und nämlich, wir müssen ja planen nach der Diagnostik, wie viele Behandlungen werden nötig sein und wie lange und welche Frequenz und so weiter. Und für den erhöhten Aufwand für die Versorgung der Patienten gibt es eine versorgungsbezogene Pauschale in der Höhe von 55 Euro pro Blanco-Verordnung. Dann zum Thema Zuzahlung. Es ändert sich an der Zuzahlung im Prinzip nichts. Es ist so wie in der normalen Versorgung SGB V auch.
Die Zuzahlung kann natürlich nicht sofort am Anfang genau in der Höhe berechnet werden, weil wir natürlich noch nicht wissen, wie viele Behandlungen wir innerhalb der 16 Wochen brauchen. Klar ist aber, dass man am Anfang eine Zuzahlung abschätzen kann und verlangen kann. Es ist aber wichtig, dass die Rückzahlungsansprüche des Patienten bei zu viel entrichtiger Zuzahlung informiert werden muss. Das ist ganz wichtig, damit man hier rechtlich auch auf der sicheren Seite ist. Dann natürlich wichtig, ab wann geht's los? Wir freuen uns, dass es am 1. November in diesem Jahr noch losgeht, 2024. Und ich appelliere auch nochmal an alle Kolleginnen und Kollegen, dass wir verantwortungsvoll mit dem neuen Heilmittel-Blanko-Verordnung umgehen, Versorgungsbedarf umgehen, dass wir so die Behandlungen auswählen, dass wir gemeinsam mit dem Patienten ans gemeinsame Ziel kommen und die Behandlung dann auch abbrechen bzw. beenden, wenn das Behandlungsziel erreicht ist. Wir stehen hier in erhöhter Verantwortung mit der Menge und von daher ist mein Appell hier verantwortungsvoll damit umzugehen. Ja, und genau wie Markus und Andrea auch, geht es mir genauso. Ich freue mich genauso auf die Blanko-Verordnung wie die beiden und kann es quasi kaum erwarten, das auch in der Praxis umzusetzen, denn ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es für uns so viele Vorteile mit sich bringt und uns einfach in unserer, ja, von uns schon lange geforderten Autonomie im therapeutischen Bereich uns da einfach einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne bringt. Und natürlich gibt es viele Fragen, die sich sowohl vielleicht fachlicher Art als auch organisatorisch und auch abrechnungstechnisch stellen. Und deshalb freuen wir uns natürlich, dass wir da ganz engmaschig als Team von Physio Deutschland begleiten. Und deswegen wird es auch einen umfassenden Artikel in unserer nächsten Physio.de geben zu diesem ganzen Thema. Wir werden unseren Treffpunkt Wissenschaft zu den fachlichen Aspekten danach ausrichten und wir werden auch noch weitere vertiefende Veranstaltungen dazu ermöglichen. Und die Anmeldung, die werden wir dann natürlich auch kurzfristig über unseren wöchentlichen Newsletter und über unsere Social Media Kanäle freuen, so dass ihr euch bestmöglich natürlich auf die Blanko-Verordnung einfach vorbereiten könnt. Und es wird gegebenenfalls auch noch weitere Veranstaltungen vor Ort geben. Aufgrund des sportlichen Zeitplans müssen wir jetzt einfach schauen, wie das hinhaut. Aber deswegen ist uns die Online-Schulung einfach ganz, ganz wichtig. Und es kann aber natürlich sein, dass da auch in unseren unterschiedlichen Landesverbänden noch die ein oder andere Veranstaltung stattfindet. Darüber werdet ihr natürlich dann aber auch informiert werden. Und so bleibt mir für heute nur noch einen Dank nochmal an das Verhandlungsteam zu sagen, was so wirklich aufopferungsvoll und mit so viel Energie und Elan da für uns gekämpft hat. Und ich freue mich einfach total drauf. Also danke an euch alle. Danke, Andrea und Markus, für heute, für den ersten Einblick in diese ganzen Inhalte, die Blanko-Verordnung mit sich bringt. Und dann wünsche ich uns jetzt schon allen ein gutes Gelingen für diese neue Versorgungsform, die ja Regelversorgung ist. Es ist kein Modellvorhaben. Und dann freuen wir uns alle drauf und halten euch weiter informiert und bedanken uns für heute fürs Zuhören und Zuschauen. Danke dir und euch. Ja. Tschüss. Tschüss.